Wenn ich lächle, dann ist mein Körper fröhlich und ich nicht nervös. Diese Worte sind nicht von einem großen Philosophen, die stammen auch nicht von mir. Die kommen von einem jungen Mann, 24 Jahre, 1,87 groß, 90 Kilo schwer, das darf man an der Stelle auch ruhig sagen. Und er ist der Anlass, warum wir Sie alle heute Abend hier ganz herzlich willkommen heißen dürfen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum offiziellen Empfang unseres Olympiateilnehmers und Medaillengewinners im Judo bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020, ausgetragen in diesem Jahr. Herzlich willkommen, Eduard Trippel. Das war dein Beifall und das ist, glaube ich, die Würde und den Dank, den wir dir heute Abend zollen wollen. Du hast eben so nett nebenbei gesagt, kommt da noch jemand, was passiert denn heute, für wen ist denn das? Und dann habe ich ihm gesagt, das ist für dich, das ist alles nur für dich. Du darfst das genießen, wir wissen, das ist so gar nicht dein Ding, aber da musst du jetzt auch durch. Du hast dieser Nation, du hast der Stadt Rüsselsheim und allen, die vielleicht noch nie was mit Judo groß zu tun hatten, sehr viel Freude bereitet. In einer wirklich pandemiegeprägten Zeit, in der der Sport und das gesellschaftliche Leben zum Teil völlig brach lag, hast du uns ein Lächeln in diesem Sommer ins Gesicht gezaubert. Du hast uns ein Sommermärchen bereitet. Wir möchten dir heute Abend dafür ganz, ganz herzlich danken. Mit seinem Dank verpflichtet ist und auch wegen dir gekommen ist. Die sind wegen dir gekommen heute. Fangen wir an mit ein paar Ehrengästen. Allen voran Herr Staatssekretär Patrick Burkhardt. Ich weiß heute nicht in der Form als Staatssekretär, sondern auch als Wegbereiter. Er hat dir viele Urkunden verliehen und ich freue mich, dass er heute Abend da ist. Für uns im Deutschen Bundestag und auch sehr sportaffin. Gestern hat er mir noch erzählt, dass er bei der TG, ich weiß nicht, hat er tanzen gelernt oder hat er viel getanzt? Jedenfalls unser Mann in Berlin. Herzlich willkommen, Stefan Sauer. Und auch der Hessische Landtag ist vertreten. Ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen Frau Landtagsabgeordnete Kerstin Geis und Sabine Bächle-Scholz. Willkommen. Weitere Gäste werde ich Ihnen im Laufe der nächsten Minuten vorstellen. Zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese kommenden Worte von Radio Rüsselsheim aufgezeichnet werden und so ein bisschen kurz zum Programmablauf was sagen. Wir werden kurze Redebeiträge hören. Ich weise extra darauf hin. Wir haben kleine Überraschungen für dich bereit, Eduard, damit wir hinterher noch Zeit haben für persönliche Gespräche, die ich jetzt leider irgendwie unterbinden musste, aber wir wollen es so kurz und knapp halten, damit genau für das am Ende noch Zeit ist. Ich habe extra für diesen Zweck gestern Abend bei dem Präsidenten deines Clubs noch eine Kampfrichterlektion bekommen und man hat mir also mitgeteilt, wie man sanft, wir sind im Judo und vor allem gewaltlos, Reden unterbricht. Und ja, in diesem Zusammenhang möchte ich gerne auch den ersten Bürger unserer Stadt begrüßen, Herrn Stadtverordneten Jens Grode, der mit einem geeigneten Grußwort bitte beginnen möchte. Wunderbar, die Technik. Ja,
bevor ich richtig einsteige, würde ich sagen, erstmal ein Danke-Applaus für die, die das hier heute organisiert haben. Annette Tettenborn, das sieht hier ganz toll aus, mir gefällt es. Ich glaube, da kann man mal klatschen, das ist ein würdiges Engagement. Ja, lieber Annette, du hast mir eins abgenommen, die ganzen Leute zu begrüßen, deshalb mache ich es kurz und knapp. Ich begrüße den Oberbürgermeister und begrüße also alle Festgäste. Meine Damen und Herren, wir sind heute hier als Stadtgesellschaft in der Rüsselsheimer Großsporthalle zusammengekommen, weil ein Mann uns und sich etwas Fantastisches geschenkt hat. Er hat uns Rüsselsheimern unglaublich stolz gemacht. Er hat vielen Freude bereitet, dieser Mann. Er ist ausgestattet mit einem unglaublichen Talent. Er hat mit stetigem Fleiß, nachhaltigem Engagement, hartem Training, starken Willen, Sensationelles erreicht. Er hat uns in Japan bei der Olympiade auf die Folter gespannt. Er hat uns mit einem Sport als Judoka in den Bann gezogen. Er hat gekämpft und am Ende hat es geklappt. Er hat seinen Namen in das Sportgeschichtsbuch unserer Stadt geschrieben. Er ist heute bei uns. Wir gratulieren zu einem unglaublichen Erfolg. Olympisches Silber, Bronze in der Mannschaft. Ganz, ganz herzlich. Und dieser Mann heißt, und da drüben sitzt der Eduard Trippel. Herzlichen Glückwunsch! Lieber Eduard Trippel, als erster Bürger dieser Stadt, sage ich den erfolgreichsten Bürger zurzeit meinen ganz persönlichen herzlichen Dank und gratuliere zu diesem sensationellen Erfolg. Wir danken und gratulieren an dieser Stelle aber auch dem, der das hauptsächlich mit ermöglicht hat, Trainer Andreas Esper und natürlich deinem Verein. Auch diesen sei hiermit gedankt. Herzlichen Glückwunsch. Ich gucke zur Annette. Ich will es kurz machen. Ich habe drei Dinge, die ich kurz ansprechen will. Ich will über Erfolg reden, ich will über Stolz reden und ich will über das reden, was bleibt. Wie wird man sportlich erfolgreich? Wir haben jetzt ein schönes Beispiel hier. Ich denke, das Beste ist, man fängt damit an, man wird in Rüsselsheim geboren. Das ist schon mal eine Spitzenidee. Im Rüsselsheimer Krankenhaus geboren und dann geht man in eine Rüsselsheimer Kita. Auch da gibt es schon was mit fürs Leben. Da ist eine bunte Vielfalt an Kulturen. Man bekommt interkulturelle Kompetenz. Das braucht man später auf der internationalen Ebene. Ganz, ganz wichtig. Das kriegt man hier alles mit. Ein besonderes Flair in dieser Stadt erweitert sich dann am besten in einer Rüsselsheimer Grundschule und dann noch in einem Rüsselsheimer Gymnasium. Auch da bekommt man eine gute Bildung, alles kriegt man mit, was man später braucht. Ein ganz besonderes Flair. Und dann natürlich die Krönung, man nimmt am besten einen Rüsselsheimer Sportverein. Der Judo-Club ist da ein hervorragendes Beispiel. Dann hat man alles richtig gemacht, denn zum Schluss hartes Training, starker Wille, Fleiß und natürlich auch ein bisschen Talent dabei ist, dann wird es gut und wenn es ganz krass wird, dann kommt olympisches Metall dazu. Hervorragend. Aber, das war natürlich ein bisschen mit einem zwinkernden Auge gesagt, vergessen wir bei der ganzen Sache nicht bei den Rahmenbedingungen einen Satz, den man hier auch ganz klar aussprechen muss. Der Erfolg ist das positive Resultat persönlichen Handelns. Und Eduard Trippel, das war positives Handeln und das hat sich ausgezahlt und das ist toll und deshalb sind wir heute hier. Zum Zweiten, ich will über Stolz reden. Eduard Trippel, Sie dürfen stolz sein über Ihren Erfolg. Sie haben sich Ziele gesetzt, Engagement gezeigt und Ihr Talent genutzt. Wir als Stadtgesellschaft sind auch stolz, dass einer aus unserer Stadt, der hier aufgewachsen ist, zu solch einem grandiosen Erfolg gekommen ist. Meine Bitte ist, lieber Eduard Trippel, dass Sie ein so sympathisches Vorbild, das darf ich sagen, für unsere jungen Leute, dass Sie das bleiben. Und vermitteln Sie bitte unseren jungen Leuten, wie toll es ist, sich ein Ziel vorzunehmen und das dann auch zu erreichen. Es muss nicht immer gleich olympisches Metall sein. Aber es ist toll, wenn man sich engagiert und dann auch irgendwann eine Ehrung erfährt und für sich selbst sagen kann, ich habe was umgesetzt, ich habe was vorgenommen und es hat auch geklappt.
Zum Schluss, was bleibt? Lieber Eduard Trübel, Sie haben unsere Heimatstadt Rüsselsheim Ehre gemacht. Sie haben Leistung gezeigt, in hervorragender Weise beeindruckend. Dafür sprechen wir Ihnen einen großen Dank aus. Sie haben aber auch Judo, eine japanische Kampfsportart, große Aufmerksamkeit verschafft. Es ist zwar eine Kampfsportart, aber es steckt ja auch eine interessante Philosophie dahinter. Das japanische Wort Judo bedeutet wörtlich, ich habe mal nachgeguckt, sanfter, flexibler Weg. Im Vordergrund steht das Prinzip, Siegen durch Nachgeben. Sich damit zu beschäftigen lohnt auch, übrigens auch für Politiker, ganz interessante Sache, darüber nachzudenken. Ja, Sie haben dieser Sportart Aufmerksamkeit gezeugt und das ist auch ein großer Erfolg, den Sie sich an die Brust heften können. Und noch was, sind wir doch mal ehrlich, jetzt haben wir ihn, den Eduard, und er hat einen großen Erfolg. Wenn wir jetzt im Ausland Urlaub machen und treffen einen, der sich für Sport interessiert und der fragt, wo wir herkommen, dann können wir jetzt sagen, ich komme aus Rüsselsheim, kennen Sie sich mit Judo aus, ja? Da gibt es eine Silber Japan, Tokio. Ja. Also wir können auch ein bisschen angeben mit Ihnen, auch dafür meinen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich will die Zeit einhalten, ich bin schon am Schluss. Nochmals einen ganz großen Dank für diesen Erfolg, Gratulation. Und zum Feiern unserer Gratulation gehört auch ein Geschenk. So soll das sein. Ich habe auch eins dabei, wenn ich gerade mal hier über Triple nach unten bin darf. Für einen echten Rüsselsheimer, auch ein echt Rüsselsheimer Geschenk. Das ist eine Grafik von Bengt Vossack, auch ein echt Rüsselsheimer. Und ich denke, er hat die Freude ein bisschen eingefangen in seiner Grafik. Ich soll auch ganz herzlich grüßen vom Bengt Vossack. Ich denke, das wird ein Plätzchen finden. Natürlich ist der Rahmen aus Silber, das ist ganz klar. Ein kleines Geschenk, eine kleine Aufmerksamkeit und nochmals herzlichen Glückwunsch. Sehr geehrter Herr Eduard Trippel, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportbegeisterte, ich heiße Sie herzlich in der Großsporthalle hier in Rüsselsheim willkommen. Der Anlass könnte für Rüsselsheim nicht schöner sein, denn wir dürfen heute einem echten Olympiateilnehmer und Medaillengewinner unsere Glückwünsche aussprechen. Mit Spannung haben wir alle die Kämpfe in Tokio verfolgt. Und wir haben gehofft, wir haben mitgefiebert und es gelang. Herzlichen Glückwunsch für diesen großartigen Erfolg. Eduard Trippel hat seine sportliche Karriere schon im Grundschulalter begonnen und der Stadtverbandvorsteher hat es ja sehr deutlich gemacht, wie der Werdegang auch war. Und man muss heute sagen, in einem Alter, in dem die ersten Disco-Besuche anstanden, besuchte Eduard Trippel internationale Turniere und Trainingslager. Seit 2010 ist Eduard Trippel ein Dauergast. Annette Tenneborn hat das schon verdeutlicht. Zuerst bei der Schülersportler-Ehrung und später bei der Erwachsenen-Ehrung der Stadt Rüsselsheim. Er ist bekannt, wir kennen ihn. Die Liste der Erfolge und Titel, die er seit dieser Zeit errungen hat, ist lang und ich freue mich, dass wir heute hier in seiner Wettkampfstätte noch zwei weitere feiern können. Und diejenigen, die Sport machen, die auch Leistung gebracht haben, wissen, was das heißt. Seine Leistung ist das Ergebnis von Disziplin, Ehrgeiz, Ausdauer und wahnsinnig viel Fleiß. Es ist gleichzeitig aber auch ein Beispiel für die Arbeit und die Ausbildung, die innerhalb seines Vereins von seinen Trainern und Betreuern geleistet wurde. Wir haben schon gehört, Eduard Trippel ist in Rüsselsheim geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und seinem Verein bis heute treu geblieben. Ich sage das nochmal ganz deutlich, 20 Jahre im gleichen Verein, alle Achtung. Meine Glückwünsche und meinen Dank richte ich daher auch an den Judo-Club Rüsselsheim, der mit seiner Jugendarbeit und großem Engagement
immer wieder die Basis für hervorragende sportliche Meisterschaft. Vielen Dank für diese jahrelange Leistung. Das ist ein Applaus. Die fundierte Arbeit im Breitensport ist die Grundlage für erfolgreichen Nachwuchs im Leistungssport. Eduard Trippel ist das beste Beispiel. Und die Erfolge der Älteren motivieren die Jüngsten zum Nacheifern. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass das hier in Rüdesheim hier auch gelebte Kultur ist. Magistrat und der Stadtverordnetenvorsteher hat für die Stadtverordnetenversammlung ja gesprochen, sehen sich in der Pflicht, diese Arbeit in den Vereinen angemessen zu würdigen und alles zu tun, dass der Breiten- und Leistungssport genügend Aufmerksamkeit erhält. Unsere Sportlerinnen und Sportler, und das sollte man an einem solchen Abend aussagen, brauchen intakte Sportstätten, angemessene Trainingsbedingungen und sie brauchen auch geordnete Vereine, damit Talente entdeckt, gefördert und gehalten werden können. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass gerade hier in Rüdesheim in diesem Jahr zwei Olympioniken vorzuweisen sind. Und erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Pauline Heinz vom Rüdesheimer Ruderclub entrichte, deren Teilnahme in Tokio mit der Hockey-Nationalmannschaft und mit gerade mal 19 Jahren ein ebenso großer Erfolg darstellt. Und ich kann auch dem RLK nur zurufen, dass auch wir uns freuen, dass das erfolgreich war. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren dann noch einiges erleben. Kuperatz, gleich. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt hier kurz erwähnen, der auch für Rüsselsheim ganz bezeichnend ist. Kooperation mit Schulen, wie sie der Judo-Club und auch der RK mit dem Krankengymnasium pflegen, sind von immenser Wichtigkeit, um die Kinder und Jugendlichen an den Sport heranzuführen. Langfristig garantieren sie als spätere Vereinsangehörige auch den Erfolg und Fortbestand der Vereine. Lieber Herr Trippel, ich danke Ihnen, dass Sie Ihrem Verein und der Stadt Rüsselsheim am Main immer die Treue gehalten haben und auf diese Weise als Botschafter gewissermaßen auch unsere Stadt in Tokio vertreten haben. Mein Dank gilt an dieser Stelle auch den Sportverbänden, allen voran dem Deutschen und dem Hessischen Bund sowie dem Olympiastützpunkt Hessen, deren Vertreter ich eben gerade auch schon oben sprechen konnte, weil das zeigt einfach die Verbundenheit gerade mit Ihnen, aber auch mit dem Sport hier in Rüdesheim. Sie sind hier herzlich willkommen. Ohne Ihre Unterstützung sind Leistungen wie diese nicht möglich. Aber auch die Sponsoren, man sieht hier die Logos, aber auch Sponsoren und private Förderer dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Deshalb danke ich auch den Vertretern der GEWO-Bau, Herr Geschäftsführer Regenstein und der Kreissparkasse Mascherau, die heute dabei sind. Insbesondere an die Vertreter im Landtag und auch den Herrn Bundesratsabgeordneten Sauer. Herausragende Leistungen im Amateursport sind ohne finanzielle Mittel kaum möglich. Deswegen geben Sie alles, dass wir hier in Rüdesheim weiter unsere Vereine entsprechend fördern können. Bitte halten Sie dem Judo-Club die Treue, damit auch weiterhin Jugendarbeit und Talentförderung stattfinden kann. Die jungen Athletinnen und Athleten belohnen uns am Ende mit sportlichen Höhepunkten und Momenten wie diesen. Und da können wir uns alle freuen und auch stolz darauf sein, dass Sie alle, die ich auch hier im Einzelnen auch immer wieder auch ansprechen kann, dafür gerannt sind, dass es weitergeht. Dem Judo-Club Rüsselsheim gratuliere ich nochmal herzlich für dieses Eingewächs und für diese gute Trainer- und Betreuerarbeit. Ich darf ausdrücklich nochmal Eduard Trippel auf das Herzlichste zu Gewinn der olympischen Silber- und der Bronzemedaille beglückwünschen. Und es ist mir auch eine Ehre, dass Sie sich im Laufe dieser Veranstaltung noch in das goldene Buch der Stadt eintragen und so auch ein Stück Ewigkeit vermitteln. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre persönliche und sportliche Zukunft. Drücke die Daumen für kommende Wettkämpfe und vielleicht
auch Paris 2024. Ich freue mich aber auch auf jeden Fall auf die nächste Begegnung hier in der Halle bei der Judo-Bundesliga. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich weiß nicht, möchten Sie das Geschenk überreichen? Soll ich es machen? Aber Eduard, wir haben dir was mitgebracht. Ich denke, das macht jetzt mal mein Chef. Wir sind ja unter der Kontrolle des Regierungspräsidiums. Insofern, Frau Tennenbaum, gut, dass Sie es gesagt haben. Ja. Dann wollen wir das tun. Aber das ist im Rahmen der vorläufigen Haushaltsbehörden verkraftbar. Es ist verkraftbar, wir können es verschmerzen und es ist auch für einen guten Zweck. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Eduard, ich war so beeindruckt von deinem ersten Video aus dem Olympischen Dorf und du hast mir irgendwie auch so leid getan, weil du nicht essen durftest. Eduard sagt, er muss abnehmen und er beneidet die Triathleten und die Zehnkämpfer, die essen können wie die Scheunendrescher. Und der Arme sitzt da morgens mit seiner Nudelsuppe, da hat mir wirklich wehgetan, ganz ehrlich. Wir haben uns deshalb überlegt, du kriegst ein Fläschchen Wein, das ist ein Rüsselsheimer Riesling, insofern unser eigener Anbau, das kann auch der Regierungspräsidenten eigentlich, kann er nichts dagegen haben. Ja, und einen kleinen Gutschein, damit du auch mal ordentlich essen gehen kannst. Ja. Ja, lieber Eduard Trippel, du hast heute eine große Ehrung erfahren durch die Stadt Rüsselsheim. Mal die Frage, jetzt hast du schon ein bisschen Abstand von Tokio. Wie bist du so drauf? Was ist jetzt so deine Emotionen? Wie sind die? Ich bin immer noch super glücklich. Ich stehe immer noch jeden Tag mit einem Grinsen auf. Ja, ich kann es immer noch nicht fassen, wenn jemand zu mir sagt, du bist Vize-Olympiasieger, glaube ich das noch nicht richtig. Weil eigentlich habe ich immer auf die Leute geguckt, die sowas haben. Okay. Und nach und nach realisiere ich das Stück für Stück. Sehr schön. Was ist dein sportlicher Wunsch für die Zukunft? Wo blickst du jetzt hin? Erstmal natürlich eine Pause, erstmal ein bisschen Abstand vom Sport nehmen, klar. Und ich will natürlich bei Paris 2024 Medaille holen. Super, dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Glück. Dankeschön. Dankeschön. Ja? Und hier der schöne Bengt Vossack, hast du ja als Geschenk bekommen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß dran. Sehr cool, werde ich mir in der Wohnung aufhängen. Super, alles klar. Gute Zeit, mein Lieber. Gell? Dankeschön. So.